jetzt noch eine Interviewpartnerin. Vielen Dank, Frau Rudi, dass Sie sich die Zeit nehmen. Stellen Sie sich doch noch mal ganz kurz für unsere Zuschauer vor. Hallo, mein Name ist Ludmilla Rudi, bin 37 Jahre jung und seit 19 Jahren im Unternehmen tätig und arbeite seit 3 Jahren im Personalmanagement. Sie sagen, Sie sind im Personalwesen. Wie kann man sich eine Ausbildung beim Betrieb NMH vorstellen? Also erstmal geht es um den Auswahlprozess, den gestalten wir recht locker und versuchen auch die Jugendlichen mitzunehmen, dass sie auch den Beruf kennenlernen können über ein kurzes Praktikum oder Probearbeiten. Und die Ausbildung sollte auch dementsprechend flexibel gestaltet werden und das machen unsere Jungs dann auch. Uns ist wichtig, dass jeder morgens aufsteht und sagt, ich gehe zum Arbeiten, ich freue mich drauf und diese spannende Aufgabe, dass das Herz glüht und man einfach pure Freude empfindet an dieser Tätigkeit. Dann. Was halten Sie vom Projekt Work at SIG? Work at SIG ist für uns viel. Es ist erstmal das Kennenlernen der Jugendlichen, die Bedürfnisse erkennen, auch ins Gespräch kommen. Wenn es 8- und 9-Klässler sind, ist wirklich spannend, was bewegt die Jugendlichen. Und das finden wir dann an diesen Tagen auch raus. Und wenn Sie sagen, Work at SIG ist auch eine gute Möglichkeit, später vielleicht, um an den Ausbildungsplatz zu kommen? Würde ich sagen, ja, weil das bietet erstmal die Plattform, was möchte ich werden, welchen Ausbildungsberuf möchte ich ergreifen und das versuchen wir dann auch mit zu verbinden unter Work at SIG. Spannend, immer wieder neue Erlebnisse, also Erlebnisse und gewinnbringend für beide Seiten. Super, vielen Dank.